Scheiß. Muss ich in dieser verfluchten Stadt etwa alles selbst reparieren? Ich brauche ein paar Sachen. Mir nach. Uff, dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Unsere schöne Axt muss diesem Material dort drüben zu Leibe rücken. Das stachelige, silbrige Zeug. Du bekommst das hin. Diese Dame, was macht sie? Tja, das werden wir beide bald wissen, oder? Aber eins weiß ich. Wenn wir Glück haben, gibt sie uns ihren Segen. Sie segnet nicht jeden. Aber wenn sie es tut, ist es ein echtes Spektakel. Die Axt? Tja, diese Angelegenheit war ein ganz schönes Durcheinander. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mal davon. Fee war die Einzige, die je meinen feinsinnigen Humor verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Jetzt brauche ich was von dem Bronzezeug, das bei dem ganzen kaputten Holz liegt. Früher wollte ich immer unbedingt der Beste sein und hab geschuftet, bis ich umgekippt bin. Mit der Zeit gibt es immer weniger zu beweisen. Und man findet sein eigenes Tempo und hängt sich nur richtig rein, wenn es persönlich wird. Zum Beispiel, um der Dame endlich zu zeigen, was hinter dem steckt. Wow, Ziegenbart, das Rätsel hast du aber schnell aufgegeben. Ich gebe gar nichts auf. Es wird größer, je mehr man wegnimmt, ja? Ganz genau. Ich hab's. Es ist Verlangen. Nein. Was meinst du mit Nein? Verlangen wird größer, wenn man das, nachdem man verlangt, wegnimmt. Gut, keine perfekte Antwort. Aber was ist denn deine? Ah, so leicht bekommst du das aus mir nicht raus. In Ordnung, zurück an die Arbeit. Noch eine Kurbel zu drehen, dann geht's in die Schmiede. Ich sehe keine Schmiede. Du siehst nicht die Gestalt einer Schmiede. Aber wir gehen zur Natur einer Schmiede. Einen Moment lang konnte ich ihm sogar folgen. Alles klar, los, kurbeln! Die Schmiede. Da kommen sie. Thank you.
letzte Zutat. Das Blut eines Gottes. Gib ihr deine Hand. Freiter, fast vergessen. Bitte, es wäre eine Ehre, wenn du es segnen könntest. Bist du... Hallo? Hallo? Was war das denn? Sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Mehr Jungfrauen sprechen nicht mit unseren Körpern, sondern mit einem Teil der Seele. Speziell einem Teil, der dir vielleicht fehlt. Verdammt. Scheiße! Verdammt, Sindri, du verlogener Rattenhintern! Ich wusste es, ich war tot! Ich bin gestorben! Was willst du von mir? Er braucht einen Segen. Ja, tja, die mit dem Segen hat sich gerade in den Seetang verpisst. Er braucht den Segen eines großen Schmiedes. Was? Nein, nein, ich kann nicht segnen. Ich hab nicht alle Seelenteile. Der Segen wäre nichts wert. Es kommt auf die Natur einer Sache an. Nicht auf die Form. Na gut. Möge diese Waffe ihr Ziel treffen. Möge sie weise geführt werden. Möge sie nach getaner Arbeit niedergelegt werden. Natürlich kannst du unseren Neuzugang nicht von der Probe laufen. Bringen. Ja, wir haben Einwillige. Ich hätte es selbst nicht bedrohlicher sagen können. Hinter dir, Bruder! Wirf so viel du willst! Drop dir, mach noch mehr!
Schnell genug für dich. Es wird reichen. Das ist der letzte. Der Drop-Near-Speer sieht mir ziemlich kampftauglich aus. Mal sehen, ob er uns hier auch raushelfen kann. Sehr gut. Das machen wir also wie Jungs. Hör mal, ich weiß zu schätzen, was du vorhin gesagt hast. Es ist gut, Freunde zu haben, wenn sich der eigene Bruder als dreckiger Lügner entpuppt. Bestimmt wollte er dich bloß beschützen. Das war nicht seine Entscheidung. Wenn ein Mann stirbt, hat er das Recht, es zu wissen. Nur Mut, Brock. Wir sterben alle irgendwann. Viele von uns mehr als einmal. Ach, vergessen wir es einfach. Wir müssen den Speer fertig auf die Probe stellen. Na los! Vermutlich müssen wir jetzt kreativ werden. Ach, leck mich doch! Überall Augapfelnester! Mach deinen Wurfarm bereit! Über dir! Pass auf! Halt lieber das Nest aus, sonst kümmert's hier bald von Augäpfeln! Die Zunge ist noch ekliger als die von Brock! Jetzt grüdel hier nicht rum und zerstör das Ding, bevor noch mehr rauskommen! Also gut. Es wird größer, je mehr man wegnimmt. Ist es Zeit? Denn je weiter man sich von Erlebnissen entfernt, desto größer werden sie in der Erinnerung. Nein, das ist Blödsinn, jetzt wo ich es sage. Vergiss es. Heute läuft es gut. Diese Augäpfel übernehmen die Grimme. Rügen wir sie ihnen raus. Du landest keinen einzigen Treffer. Du wirst dich dabei nur lächerlich machen. Ende Seite, Kratos! Achtung, hinter dir! Also das war gruselig. Bereit für die nächste Lektion?
Sieh dir dieses Dingsbums da mal an. Finde einen guten Winkel und schleudere den Speer direkt rein. Gut, dafür gibt's ein Extra-Lob. Ah, blockiert. Ja. Vorsicht da unten. Ein bisschen spät. Oder so. Hast du nicht. Gut, du kannst das zurück zu Ratatöskern bringen. Wann immer du bereit bist. Ich muss euch beide um einen letzten Gefallen bitten. Dann sind wir quitt. Was dort in der Schmiede passiert ist, mit der Dame, das erzählt ihr nicht weiter. In Ordnung? Stimmt. Also für eine kurze Zeit vielleicht? Mimir. Nein, Ordnung. Diese Armleuchter! Vielleicht schreibt diese Grimme ihn aus. Nein. Jetzt geht's los. Ich hab keine Zeit mehr, Thomas.
Fresse! Das war für mich genug Aufregung für heute. Sammel du die Beute ein. Ich werde mich da drüben niederlassen. Ja, sollen wir Brock deine Ausrüstung verbessern lassen, bevor wir gehen? Danke, Brock. Das ist ein guter Speer. Da hast du verdammt recht. Ich schätze, ich weiß, wie du von hier runterkommst. Ich suche mir lieber. Und ich kümmere mich für dich um die Tore. Ich hoffe nur, Sindri hat seinen Kopf noch, nachdem Brock mit ihm fertig ist. Das Eis zwischen den beiden ist im besten Fall schon dünn genug. Wo sind alle hin? Passt es gerade? Ich will nur reden. Vater zu Vater. Apropos, ich war wirklich überrascht, als Atreus bei mir vor der Tür stand. Es geht ihm gut, übrigens. Und das wird auch so bleiben, sofern ich heil zurückkehre nach Asgard. In nächster Zeit. Außerdem hat unser Freund hier noch viel vom Leben zu erwarten. Fraglich. Fort mit dir und benimm dich. Neuer Speer. Ich war nie ein Freund von Brock. Aber der Zwerg hat wirklich Talent. Du willst reden. Rede. Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Ich will den Frieden genauso wie du. Vielleicht finden wir ihn gemeinsam. Er lügt. Ich weiß. Der Junge, er ist alles, was ich erwartet habe. So schlau. Nett. Ist er von dir? Nur Spaß. Du hast wirklich jeden Grund, stolz zu sein. Er ist der Schlüssel zum Frieden in unserer Zeit, zur Befreiung von all dem Schicksal und der Prophezeiung. Mein Sohn ist nicht ein Schlüssel. Oh Gott, kennt ihr in deiner Heimat denn keine Metaphern? Oder er kanntet. Tut mir leid, das ist unfair. Du bist nicht mehr der Gott, der du einst warst. Und jetzt kannst du das beweisen. Gib mir meinen Sohn. Oder du triffst auf den Gott, der ich mal war. Und was für ein Gott ist das, Kratos? Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Wurdest du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt?
angebetet, geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessieren keine Sterblichen. Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Du fürchtest, was du garantiert niemals verstehen wirst. Ist es da ein Wunder, dass dein Junge keine Eile hat, zurückzukommen? Hör nicht auf ihn, Bruder. Er will dich doch nur verunsichern. Arroganter Mistkerl. Wagt es, hier aufzutauchen. Wenigstens hast du ihn genauso überrascht wie er dich. Guter Zeitpunkt. Was hat Brock für dich gemacht? Hinter dir! Schön vorsichtig! Das ist Bieber! Rot! Halt dich selbst! Also, was ist das für eine neue Waffe? Ein Speer. Er besitzt die Macht von Dröfnir. Interessant. Kommt mit, wir können im Zug darüber reden. Aber ich mache mir Sorgen, ehrlich gesagt. Wir haben eine Waffe geschaffen, um einen Gott zu töten. Es fehlt nicht viel und du bist wieder dein altes Ich. Macht dir das Angst, noch einem brutalen Gott zu helfen? Ich habe Angst um dich, Bruder. Der Speer könnte einen Krieg auslösen. Den Krieg. Wenn dich das nicht mehr beunruhigt, hat Freya vielleicht recht. Vielleicht hatten die Riesen dich die ganze Zeit im Sinn. Yeah.
Dieser Dröpnir-Speer. Bist du bereit, ihn einzusetzen? Zum Schutz von Atreus. Ich bin niemandes Streiter, nur seiner. Und niemandes Gott. Das mag meine Gestalt sein. Aber nicht meine Natur. Hast du verstanden? Eine andere Meinung ist wohl kaum das Wichtigste, was ich für dieses Bündnis hinten anstelle. Solange der Plan vorsieht, Heimdall zu töten, spielt der Rest keine Rolle. Außerdem gibt's die Neuigkeit, dass Odin ahnt, was wir vorhaben. Ich wusste, ich habe Raben gehört. Verdammt! Was hat er gesagt? Lügen, Drohungen, mehr Lügen. Was hast du erwartet? Ist es eine Lüge, dass Atreus in Asgard ist? Nein, ich fürchte, das ist die Wahrheit. Dann spielt der Rest keine Rolle. Ich habe in der Nähe ein Tor gesehen, über der Bucht. Mit deinem Speer sollten wir es erreichen. Hier lang. Noch ein Berserker-Grabstein. Du weißt, was zu tun ist. Befehl der Herzlose! Für König! Fall vor mir nieder! Wechsle die Pfeile! Schwanger kleiner Gott! Schicke euer falscher Gott! Fall vor mir nieder! Zittere, falscher Gott! Ich höre nicht auf! Fall vor mir nieder! Ich höre nicht auf!
Spiegelpfeile bringen. Fall vor mir nieder! Fall vor mir nieder! Erzähl mir vom König. Er ist die Spucke nicht wert. Und seine tollen Berserker erst recht. Abschauen. Alle miteinander. Warum hast du nicht früher etwas gesagt? Bisher konnten wir nichts tun. Aber mit dem Heft sieht das anders aus. Sei auf der Hut. Dieses Gebiet habe ich nicht gesäubert. Schön Vorsicht! Wie Dürrlin scheint seine Türen jetzt abzuschließen. Sehr verständlich. Er hat sein Büro vermutlich ohnehin in der Taverne. Ist Dürrlin ein Verbündeter? Etwas schwer zu sagen nach unserem letzten Besuch.
Sprich. Du musst etwas für mich besorgen. Ein Hammer. Eine Waffe? Nein, ein Schmiedehammer. Kleines Ding. Ein Symbol des alten Widerstands. Gilden, Solidarität und so. Zumindest war er das mal, bis in die Asen unter der protzigen Zwergenstatue in der Bucht vergruben. Die Zwerge würde es freuen, ihn wiederzusehen. Hast du keine Angst, dass die Einherja das mitbekommen? Der Allvater hat mir wegen euch fast die Kehle durchgeschnitten. Ich gebe einen Scheiß drauf, was er denkt. Komm zu mir in die Taverne, wenn du ihn hast. Mit dem Speer wirst du sicherlich neue Gebiete in der Bucht erreichen können. Ja, bei der Gelegenheit könnten wir auch gleich nach Dürrlins Hammer suchen. Deine Entscheidung natürlich. Geht es zurück zur Stadt? Ohne die Bergbaumaschinen wirkt es hier draußen schon etwas frischer. Nicht wirkt. Ist. Ich
Du hast recht. Danke dir. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir auf dem richtigen Weg, um die große Zwergenstatue zu finden. Dürrlins Hammer sollte nicht weit entfernt sein. Was willst du? Naja, bist du? Mein Bett. Wir waren einst Seeleute. Wir verließen Midgard. Die Überreste sind alt. Sein Sohn ist bestimmt längst weg. Es kostet uns wenig, sicher zu gehen. Wirklich? Von hier oben ist es wunderschön.